Am vergangenen Samstag wurden im Stadthaus in Brand-Erbesdorf engagierte Ehrenamtliche für ihre freiwillige Arbeit ausgezeichnet. Und die Vorbereitungen für die Annaberger-Kate laufen auf Hochtouren. Das sind einige der Themen, die wir in den nächsten Minuten für Sie dabei haben, liebe Zuschauer. Außerdem werfen wir noch einen Blick ins nasse Regionalwetterstudio. Bleiben Sie dran, bis gleich. Erlebt die Baldervilla im Stil der goldenen 20er. Kommt vorbei zu Villenglanz am 22. Juni 2024. Was? Du hättest gerne 160.000 Follower? Kein Problem. Wie wäre es mit 160.000 Zuschauer aus deiner Nähe? Du suchst einen Post mühsam in einer Timeline? Pff, stell dir vor, dein Beitrag hätte eine feste Sendezeit. Werde Local Player. Wie? Schalte Werbung bei Glück auf TV, Fernsehen im Erzgebirge. Jetzt auch über Satellit. Ich begrüße Sie nun ganz herzlich an diesem Donnerstagabend, den 30. Mai 2024. Hier ist Regional, die täglich aktuelle Sendung für den Kulturraum Erzgebirge und Mittelsachsen mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Ehrenamtliche Arbeit ist aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Ob im Sportverein, in sozialen Projekten oder innerhalb der Gartengemeinschaft. Freiwilliges Engagement spielt eine zentrale Rolle und bereichert das Gemeinschaftsleben in vielfältiger Weise. Um die herausragenden Leistungen dieser engagierten Bürger zu würdigen, fand am vergangenen Samstag in Brand-Erbesdorf eine feierliche Auszeichnung statt. Diese Veranstaltung bot die Gelegenheit, die Beiträge der Ehrenamtlichen sichtbar zu machen und ihre Arbeit zu ehren. Die Ehrung betonte nicht nur die Bedeutung des Ehrenamts für die Gesellschaft, sondern auch den positiven Einfluss, den jede einzelne Person durch ihr Engagement ausüben kann. Tim Fischer, bitte. Das Ehrenamt wird zukünftig immer wichtiger werden. Fakt ist, es ist unbezahlbar. Mit ihrem großen Engagement, viel Liebe und Leidenschaft für die Sache schaffen Ehrenamtliche eine Gemeinschaft. Aus diesem Grund lud die Stadt Brand-Erbesdorf am vergangenen Samstagabend zum Dank dem Ehrenamt ins Stadthaus ein, um damit, wie bereits seit Jahren, verdienstvolle Bürger auszuzeichnen. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit tollen Melodien. Danach übernahm Hans-Jürgen Fischer als Ehrenvorsitzender des Stadtvereins das Wort. Zusammen mit den Gästen blickte er auf die langjährige Geschichte des Empfanges zurück. Weitergereicht wurde das Wort an Dr. Martin Antonow, der Oberbürgermeister der Stadt. Er betonte die Wichtigkeit der Würdigungen, wurde jedoch am Schluss seiner Rede offener. Er ging auf Gerüchte seiner selbst ein und sorgte damit für lautes Gelächter und eine Prise Humor. Wie auch im letzten Jahr gab es jedoch nicht nur einen Festredner, sondern viele verschiedene, denn präsentiert wurden die Ausgezeichneten von ihren eigenen Leuten.
Dadurch entstanden offene, emotionale Momente, aber auch lustige. So wurden an diesem Abend gleich 4 Mitglieder vom Verband der Kleingärtner e.V. Brand-Erbesdorf ausgezeichnet. Jürg Hertig, Renate Richter, Roland Kampfrath und Peter Ulrich erhielten die Ehrenmedaille des Oberbürgermeisters für ihre langjährige Arbeit im Verband. Natürlich fühlten sie sich alle sehr geehrt und nahmen die Ehrung dankend an. Katrin Holze, die Chefjugendtrainerin vom SV Einheit Brand-Langenau 1844 e.V., hatte zum Beispiel die Ehre, gleich 2 langjährige Ehrenamtler des Vereins vorschlagen zu können. Matthias Daniel und Uwe Köhler wurden ausgezeichnet für ihre Arbeit im Verein und hinter den Kulissen. Zum einen überraschend, weil ich es vorneweg überhaupt nie gewusst habe, und zum anderen macht es mich auch ein bisschen stolz und bestärkt mich in der Arbeit, die ich da tue, oder in dem generell, was ich tue. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, man macht es nie alleine, man nimmt es schon stellvertretend für die anderen mit, die da mit an dem Strang ziehen. Wie da eine Laudato auch gesagt hat, eben an dem einen Strang und auch in die gleiche Richtung mitziehen. Der Vorstand und ich haben uns entschieden, vom Schützenverein Einheit Brand-Langenau 1844 e.V. für die beiden Schützen, Matthias Daniel und den Uwe Köhler, beide auszuzeichnen, weil sie schon viele lange Jahre für uns sehr wichtige Funktionen erfüllen im Verein, als Schießleiter, als Aufsichtspersonen, in der Technik, in der Handhabung, in der Reparatur, genauso bei der Ausrichtung der Wettkämpfe. Und da sind wir sehr, sehr stolz, dass die zwei die Ehre erhalten haben, die Ehrenmedaille des Oberbürgermeisters 2024 zu erhalten. Eine weitere Doppelehrung übernahm Mirko Espig vom SV Linda. In seinen beiden Reden lobte er die Arbeit des Vereins, die Personen dahinter und auch die auf dem Platz. Kadi Emrich wurde für ihre Arbeit mit der Medaille ausgezeichnet. Völlig verdient für ihren Einsatz in der Buchhaltung. Zum Zweiten wurde Thomas Kirschner für seine ehrenamtliche Arbeit ausgezeichnet. Ja, also von uns wurden, wie gesagt, 2 Personen ausgezeichnet. Es ist einmal der Thomas Kirschner und die Kati Emrich gewesen. Beide sind seit vielen Jahren wichtige Säule bei uns im Verein. Die Kati betreut schon ganz lange die Abteilung Frauensport, war auch zwischenzeitlich schon mal im Vorstand tätig, in verschiedenen Funktionen und ist so die gute Seele bei uns im Verein. Und der Thomas Kirschner, ja, der ist die gute Seele für den Bereich Fußball. Immer wenn was gebraucht wird, ist er natürlich auch da. Und selbst heute hat er noch an der Linie gestanden und war Linienrichter. Also wir haben in den letzten Jahren doch einige Anstrengungen unternommen und werden das jetzt auch weiterhin tun, dass wir Nachwuchs gewinnen. Wir haben in bestimmten Bereichen auch den Staffelstab schon weitergegeben an junge Leute, die auch Verantwortung übernehmen, weil nichts ist schlimmer, wie wenn man sagt, naja, die machen das ja schon immer und dann können sie von heute auf morgen nicht mehr und dann schläft vielleicht dieser Verein ein oder diese Abteilung. Deswegen muss man frühzeitig daran denken, es an andere weiterzugeben, damit es vorangeht. Eine kleine Überraschung gab es am Ende noch. Der Oberbürgermeister zeichnete die Personen des Stadtvereins aus. Hans-Jürgen Fischer und Birgit Neubär wurden persönlich geehrt. Also ich würde sagen, wir haben dieses Jahr wie jedes Jahr eigentlich dank dem Ehrenamt gemacht. Und das Ehrenamt ist sehr wichtig, weil sich hier, ich sag mal, Leute, Bürger engagieren in der Stadt, für die Bürger der Stadt, ehrenamtlich, vor allen Dingen, also das heißt unentgeltlich und dort sehr, sehr viel Zeit auch aufbringen. Wir haben das auch heute wieder, wir haben 12 Ehrenamtliche ausgezeichnet, die also von den Vereinsvorständen eine Laudatio wurde gehalten. Und dort ist das immer noch mal wieder betont worden, dass man das gar nicht hoch genug schätzen kann, wie viel Zeit gerade auch in den Sportvereinen bei der Betreuung der Mitglieder, bei der Betreuung der Kinder und Jugendlichen dort aufgewendet wird. Und ich denke mal, das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache. Und das muss gewürdigt werden. Und das wird jedes Jahr gewürdigt bei uns. Und das ist für uns eigentlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Wir werden das auf alle Fälle weitermachen, weil es, wie gesagt, eine sehr wichtige Sache ist, weil das Ehrenamt wirklich auch gewürdigt werden muss. Und das ist ein sehr guter Rahmen. Wir sind nicht zu viele Personen, aber es ist ein schöner Abend. Der Bürgermeister
nimmt die Auszeichnung mit der Ehrenmedaille vor und wir werden das auf alle Fälle weiter in diesem Rahmen weitermachen. So. Wir sagen Danke für die geleistete Arbeit und die vielen Jahre im Ehrenamt an Bianca Bayer, Thomas Kempe, Peter Ulrich, Jörg Hertig, Roland Kampfrath, Klaus-Dieter Paschiller, Marie Rosenberg, Matthias Daniel, Uwe Köhler, Kati Emrich, Thomas Kirschner, Carla Rüdiger und Renate Richter. Wir machen nun einen Sprung nach Olbernhau, denn das Welterbe-Wochenende steht vor der Tür und aufgrund der regnerischen Wettersituation wird umgeplant. Das Seigerhütten-Areal bietet die Möglichkeit, viele der geplanten Veranstaltungen drinnen stattfinden zu lassen. So ist geplant, das Kinder- und Nachwuchsorchestertreffen am Samstag im Treibehaus und im Kraftwerk der Seigerhütte zu veranstalten. Fest steht schon, dass der Auftritt der Coverband The Trigies am Abend in das Treibehaus verlegt wird. Auch das Welterbekonzert des Sächsischen Landesverbandes der Bergmannshütten und Knappenvereine am Sonntag mit den Orchestern aus Schneeberg, Freiberg und Olbernhau wird bei entsprechender Wetterlage in das Treibehaus verlegt. Und für die Welterbemeile am Sonntag ab 11 Uhr und große Bergparade ab 17 Uhr gilt weiter zu hoffen auf möglichst regenfreies Wetter. Wir wünschen dem Welterbe-Wochenende alles Gute. Auch das bevorstehende Fest drücken wir für die Wetterlage die Daumen. Denn ab morgen ist es wieder soweit. Das größte Volksfest im Erzgebirge öffnet ihre Pforten, die Annaberger Keet. Bereits seit Wochen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das Festgelände in Annaberg-Buchholz wird aufgebaut, die Fahrgeschäfte werden installiert und die Verkaufsstände werden dekoriert. Fleißige Helfer sind im Einsatz, um das Fest vorzubereiten. Wer in Annaberg-Buchholz am Keetplatz vorbeikommt, der sieht, die Vorbereitungen für das große Volksfest im Erzgebirge laufen auf Hochtouren. Die Schaustellerbetriebe, die dieses Jahr auf der Annaberger Keet vertreten sind, stecken in den Vorbereitungen. Gearbeitet wird da auch an den Wochenenden. Ja, wir sind es nicht anders gewöhnt. Also ich bin rein geboren in die Branche, genauso wie meine Frau, wie meine Kinder, wie meine Eltern. Und ich möchte zum Beispiel nicht 5 Tage die Woche am Schreibtisch sitzen. Ich möchte lieber das machen und da machen mir die 7 Tage Arbeitswoche überhaupt nichts aus. Wir können es nicht anders. Sagt Fritz Walz aus Peitz in Brandenburg, der auf der Annaberger Keet mit einer Losbude dabei ist. Teilweise müssen von den Schaustellerbetrieben tonnenschwere Träger und Gondeln montiert werden. Das Riesenrad zum Beispiel, aber auch Achterbahn, Geisterbahn, Thriller, Forest Tower und Booster Max sind größtenteils aufgebaut. Aber auch für die Kinder wird bestens gesorgt. So stehen Fahrgeschäfte wie Raupenbahn, Kettenkarussell und Rutschen bereit. Auch in diesem Jahr soll es für die Besucher Aktionstage geben. So sind unter anderem ein Familientag, eine Ladies Night sowie ein Keet-Doppeldecker geplant. Liebe Zuschauer, morgen ist der letzte Tag des Monats Mai im Jahr 2024. Daher möchten wir nicht ohne ein passendes Gedicht von Heinrich Heine in den Juni starten. Hier ist eines seiner Werke für Sie. Heinrich Heine. Im wunderschönen Monat Mai. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, da habe ich ihr gestanden, mein Sehnen und Verlangen.
Ich habe noch einen Hinweis für die Autofahrer, denn morgen sind wieder mit verstärkten Verkehrskontrollen zu rechnen. Insbesondere in Weißenborn im Ortsteil Berdelsdorf auf der Bahnhofstraße. Also wenn Sie unerwartete Ausgaben vermeiden wollen, halten Sie sich da an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das schont auch noch Ihren Geldbeutel. Nun, liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich im Regionalwetterstudio wieder. Zuvor werfen wir noch einen Blick in die Polizeiberichte. Döbeln, verbotene Geste gezeigt. Ein 25-Jähriger fuhr am Dienstag mit seinem PKW an einer Bushaltestelle in der Richard-Köperlin-Straße vorbei. Ein an der Haltestelle aufhältiger, bislang unbekannter Mann hob daraufhin seinen rechten Arm zum verbotenen Hitlergruß. Der 25-Jährige parkte daraufhin sein Fahrzeug in unmittelbarer Nähe, um den Täter zur Rede zu stellen. Angesprochen darauf stritt der Unbekannte die verbotene Geste ab und entfernte sich in ein nahegelegenes Einkaufszentrum. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen und geht erste Hinweisen zum Täter nach. Freiberg. Zwei Kinder trieben ihr Unwesen. Eine Zeugin meldete der Polizei am späten Dienstagabend die Sachbeschädigung eines Wahlplakates in der Wernerstraße. Bei Eintreffen der Beamten flüchteten die als Jugendliche beschriebenen Täter. Im Zuge der Ermittlungen wurden den Beamten dann bekannt, dass es in unmittelbarer Nähe in der Waisenhausstraße zu Mülltonnenbränden gekommen war. Auf dem Weg zum Brandort stellte die Streifenwagenbesetzung zwei Kinder in der Korngasse fest, auf welche die Personenbeschreibung der Zeugin zutraf. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den festgestellten um bereits vermisste Kinder aus einer Jugendeinrichtung handelte. Sie wurden noch in der Nacht an die Verantwortlichen übergeben. Im Rahmen von Erstbefragungen zeigten sich beide Kinder nicht nur für die Beschädigung des Wahlplakates in der Wernerstraße verantwortlich, sondern auch für insgesamt 10 Mülltonnenbrände im Freiberger Altstadtgebiet, wodurch ein Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro entstand. In der Straße am Müllgraben konnte das Übergreifen des Feuers auf eine angrenzende Grundschule durch die Feuerwehr verhindert werden. Ebenso stehen die zwei Kinder im Verdacht, ein in der Korngasse abgestelltes Kleinkraftrad Yamaha beschädigt zu haben, in dem sie die Spiegel abtraten und die Armatur zerschlugen. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Liebe Zuschauer, die feuchte Witterung bleibt uns bis auf Weiteres erhalten. Verantwortlich dafür zeigt sich das Tiefdruckgebiet Orinoco, das sich von Nordwesteuropa nach Mitteleuropa verlängert und sich hier einnistet. Schauerartige Regenfälle und einzelne Gewitter sind die Folge. Insbesondere ab morgen kann sich eine Unwetterlage durch Dauerregen einstellen. Infolgedessen wird nämlich sehr feuchte Mittelmeerluft herangeführt. Wir werfen gleich genauer einen Blick drauf. Ich begrüße Sie nun hier im Regionalwetterstudio. Wir schauen uns zunächst die Abend- und Nachtstunden an. Heute Abend kann es über unserem Sendegebiet zu Niederschlägen und leichten Gewittern kommen. Diese klingen dann im Laufe des Abends ab und das Himmelsbild zeigt sich überwiegend wolkig bis bedeckt. Wir lesen am Thermometer am Abend 13 und 15 Grad ab und in der Nacht liegen die Temperaturen bei 12 und 10 Grad. Aus südwestlicher Richtung weht der Wind mit einem leisen Zug mit einer Geschwindigkeit von 6 km pro Stunde. In den Kammlagen können frische Böengeschwindigkeiten zwischen 14 und 34 km pro Stunde erreichen. Beschäftigen wir uns nun mit dem Freitag. Die Sonne macht am Freitag erst einmal Pause. Der Morgen beginnt bewölkt und diese Wetterlage bleibt den ganzen Tag über bestehen. Ab dem Nachmittag wird es dann noch ungemütlicher, denn der Regen zieht auf. Die Regenfälle beginnen am Nachmittag und werden sich bis in die Abend- und Nachtstunden fortsetzen. Also insgesamt erwartet uns ein grauer und nasser Freitag ohne sonnige Auflockerung. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag maximal 14 bis 15 Grad, während die Werte am Vormittag bei 10 und 12 Grad liegen. Eine leichte Brise aus Norden weht mit einer Geschwindigkeit von 13 km pro Stunde und in den höheren Lagen sind frische Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 35 km pro Stunde zu erwarten. Schauen wir uns nun die Wetterlage für das bevorstehende Wochenende an.
Aufgrund der dauerhaften Regenfälle werden auch einige Veranstaltungen verschoben oder nach drinnen verlegt. Wo sich letztendlich die extremen Fronten genau treffen, das ist noch nicht ganz abzusehen. Aber schon ab den Morgenstunden zeigt sich der Himmel grau und trüb und dazu ist im Laufe des Vormittags mit leichten Regenschauern zu rechnen. Und diese Regenfälle begleiten uns auch den ganzen Samstag. Die Temperaturen sinken am Vormittag auf 13 und 12 Grad und steigen am Nachmittag auf 14 bis 16 Grad. Aus nordwestlicher Richtung weht der Wind mit einer leichten Brise. Die Wetterlage für den Sonntag beruhigt sich nach wie vor noch nicht. Der Tag beginnt mit leichten Regenschauern und auch Gewitter sind zu erwarten. Am Nachmittag zeigt sich der Himmel weiterhin unbeständig und wechselhaft. Maximal werden 16 Grad auf der Agenda stehen, während die Werte am Abend auf 12 Grad sinken. Wir müssen uns am Sonntag auf stärkeren Wind einstellen, der aus nordwestlicher Richtung weht. Ja, liebe Zuschauer, wie stark unser Sendegebiet am kommenden Wochenende vom Unwetter betroffen sein wird, ist noch ungewiss. Daher sollten Sie die Unwetterwarnungen aufmerksam verfolgen. Was die Wetterküche für die kommende Woche zusammenbraut, das beleuchten wir morgen wieder hier an dieser Stelle. Wir wechseln wieder ins Regionalstudio. Meine Damen und Herren, schon wieder neigt sich unsere Sendezeit dem Ende zu. Sollten Sie die heutige Ausgabe verpasst haben, keine Sorge, Sie können die Sendung jederzeit in unserer Mediathek auf unserer Homepage www.glückauf.tv und www.mef-lein.de oder auf unserem YouTube-Kanal Glückauf TV Mitte Erzgebirgsfernsehen noch einmal anschauen. Und übrigens für alle Zuschauer, die uns auf YouTube verfolgen, wir freuen uns sehr über ein Abo. So verpassen Sie zusätzlich keine Sendung mehr. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine erholsame Nacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn Sie morgen Abend wieder pünktlich in unserer Sendung Regional reinschalten. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.